Ich fange heute an mit einer Anekdote von einem der berühmtesten Gelehrten der Schiiten. Und zwar war er ursprünglich ein sufitisch-sunnitischer Gelehrter gewesen. Sein Name ist Al-Tijani. Al-Tijani kommt aus dem Gebiet Tunesien. Ihr kennt ja die nordafrikanischen Staaten, Marokko, Algerien, Tunesien, Ägypten. Ja, wer hat in Erdkunde aufgepasst? Das sind so die Länder Nordafrikas, die auch muslimisch sind. Und dort sind überwiegend unsere sunnitischen Geschwister. Gerade in Marokko und Tunesien gibt es auch sehr, sehr viele sufitische Orden. Wer von euch weiß nicht, was Sufis sind? Okay, Sufis sind Menschen, Sufis sind Leute, die sich viel mit Gott beschäftigen, okay? Die versuchen sehr viel ihr Herz zu reinigen. So zum Beispiel Mevlana hat zum Beispiel einen Tanz erfunden, wo er sagt, mit diesem Tanz versuche ich Gott näher zu kommen. Diesen Tanz seht ihr. Und zwar, wenn ihr irgendwann mal in einem Restaurant seid, viele Restaurants bei den Türken heißen Mevlana, und das hat immer so ein Zeichen. Da ist ein Mann, der hat so eine Robe an, so wie ich, und dann haben die solche Hüte an, okay? Und dann tanzt, genau, weil sie sind immer weiß, genau. Und wenn die sich drehen, dann bildet ihr Kleid so einen Kreis, okay? Und dann zeigt Mevlana immer mit einer Hand auf den Boden und mit einer Hand auf den Himmel. Warum? Habt ihr schon mal Salz in Wasser reingetan? Wenn ihr das gemacht habt, was macht ihr denn immer mit dem Löffel? Rühren. Warum? Damit sich Salz und Wasser mischen. Mevlana war der Idee, dass wenn ich mich drehe, mische ich mich mit Gott. Wer hat das verstanden? Habt ihr es verstanden? So, jetzt viele Mevlana-Anhänger würden jetzt sagen so, was erzählt der für einen Blödsinn, das stimmt doch gar nicht. Da haben die auch recht. Das ist eine Meinung. Das ist eine Meinung. Weil viele Leute machen sich auch gerne mal lächerlich über Mevlana. Gerade momentan bei uns Schiiten gibt es irgendwie in letzter Zeit die Tendenz, gegen ihn vorzugehen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum. Weil das ist eine Meinung von ihm. Eine zweite Meinung von Mevlana war, übrigens, Mevlana war, damit ihr es wisst, Mevlana war ein Afghane gewesen, wirklich, und der ist in die Türkei gegangen. So, und deswegen hat er so einen türkischen Touch. So, dieser Mevlana sagt, eine zweite Meinung von seinem Drehen war, auf der ganzen Welt, die Erde, was macht die Erde? Sie dreht sich um die Sonne. Wenn wir in Mekka sind, um was drehen wir uns? Uns um die Kaaba. Das heißt, das ganze Prinzip auf der Welt ist das Drehen. Das Drehen. Und genauso drehe ich mich um meine Sonne, meinen Gott. Das heißt, geht nicht immer hin und macht andere Religionen lächerlich. Das ist ein interessanter Gedanke. Ob der jetzt halal ist, haram ist, ob das Ibadah ist, ob das nicht Ibadah ist, ob das dazugehört oder nicht dazugehört, das können wir diskutieren. Aber zuerst einmal versteht, was er gesagt hat. Versteht, was er gemeint hat. Genauso sage ich es meinen sunnitischen Geschwistern. Wenn die sunnitischen Geschwister zu uns kommen und sehen, dass wir uns zum Beispiel auf die Brust schlagen, die sollen nicht direkt hinkommen und sagen, was sind das für Barbaren, was machen die? Frag doch erstmal, warum machen die das? Wir können darüber diskutieren, ob die eine Form oder die andere Form etwas zu extrem ist. Aber erstmal, für jede Kultur sollten wir uns doch erstmal interessieren, oder nicht? Lass uns doch einmal dafür interessieren, warum spielen die Christen, wenn jemand stirbt, Orgel? Warum singen die schwarzen Afrikaner, wenn jemand stirbt, diese Gospel? Woher kommt das? Das ist etwas, interessiert euch dafür. So, und Al-Tijani war von einem dieser Gruppen, gehörte er dazu. Und dieser Tijani war mal auf einem Schiff gewesen. Er war auf diesem Schiff unterwegs Richtung Irak. Er wollte nach Irak gehen. Ja, also von Tunesien mit dem Schiff wahrscheinlich irgendwie Richtung Türkei und von Türkei dann nach Irak. Auf dem Schiff hat Tijani, das Buch gibt es auf Deutsch übrigens, ne? Das Buch von Tijani heißt Wie ich rechtgeleitet wurde. Das könnt ihr allerdings, ich kann euch das schicken, ich habe das Buch. So, Salawat. Tijani hat in diesem Schiff einen interessanten Menschen kennengelernt. Wisst ihr wen? Einen Schiiten. Tijani hat in seinem Leben noch nie einen Schiiten gesehen. Wie sie beten, was die sagen. Er hat erstmal ihn nur gehört, wie er die schönsten Duas rezitiert. Und das Schöne an Tijani ist, er ist ja Araber. Das heißt, wenn wir zum Beispiel sagen, Allahumma kulli waliyyaka al-Hujjata ibn al-Hassan, er, die verstehen gar nicht, was das heißt. Ein Araber versteht das. Und er hört diese ganzen Duas, die ganzen Munajats, diese ganzen Duas, die er macht, also diese Bittgebete. Und Tijani hört und hört und hört und sagt, das sind aber echt schöne Duas. Er geht rein und sagt, wo hast du diese Duas gelernt? Und sagt er, ich bin ein Schia. Die waren beide auf demselben Schiff gewesen. Und dann meinte er, wohin willst du denn fahren? Sagt er, ich möchte nach Irak. Sagt Tijani, oh, ich möchte auch nach Irak. Sagt, was suchst du in Irak?
Und Tijani wollte nach Irak, um einen der Gräber, einer der Gräber zu besuchen, die für die sunnitischen Geschwister heilig sind. Und zwar das Grab von Abdul Qadir al-Jailani. Abdul Qadir al-Jailani, sagen die unsere sunnitischen Geschwister, dass er einer der Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkelkinder des heiligen Propheten ist. Und deswegen ehren die ihn. So, dieser Abdul Qadir al-Jailani wollte Tijani besuchen. Kommt ihr bis hier noch mit? Ja. So. Der Schiite sagt, okay, ich bringe dich zu Abdul Qadir al-Jailani. Die gehen zusammen zu Abdul Qadir al-Jailani, als die im Irak sind. Das ist in Bagdad, also Bagdad ist die Hauptstadt vom Irak. So, die sind dort und auf einmal sieht er so, Tijani ist dort, er weint, er macht Dua, alles mögliche. So, was unsere sunnitischen Geschwister am Grab von al-Tijani machen. Jetzt passiert was Interessantes. Der Schiite sagt, du bist mir ein Gefallen schuldig. Dann sagt er was? Dann sagt er, du kommst den ganzen weiten Weg von Tunesien bis nach Irak in meine Heimatstadt, wirst Gast bei mir und ich habe dich zu deinem Abdul Qadir al-Jailani gebracht. Du musst mir jetzt erklären, warum wolltest du zu Abdul Qadir al-Jailani gehen? Tijani sagt, ich bin zu Abdul Qadir al-Jailani gegangen, weil er ist einer der Kinder unseres Propheten, das muss ich beehren. Dann sagt er, du gehst so viele tausende Kilometer von Tunesien, um einen Menschen kennenzulernen, der eventuell der Sohn des Propheten ist, der eventuell einer der Kinder des Propheten ist. Aber es gibt hier jemanden in Bagdad, der ist tatsächlich der Enkelsohn des Propheten. Den hast du nicht einmal besucht. Da meinte er, bring mich hin. Wen soll ich denn besuchen? Und er sagte, komm mit mir mit. Er brachte ihn zu einem Ort, der sich Qazimain nennt. In Bagdad gibt es das Grab von zwei Menschen. Die werden immer Al-Qazimain genannt oder Al-Jawadain genannt. Warum? Weil in Qazimain sind zwei Imame von uns begraben. Einmal Imam Musa al-Kazim alayhi salatu wassalam und einmal Imam Jawad. Die sind beide begraben. Das sind so zwei Kuppeln, die sind so nebeneinander begraben. Und jetzt passt auf. Tijani kommt an und sagt, wer ist das? Wer ist dieser Mann? Und er sieht Schiiten weinen und Leute machen Ziyara und machen Dua zu ihm. Und Tijani fragt, wer ist das? Diese Frage von Tijani ist die größte Bankrotterklärung für die islamische Welt. Wie kann es sein, dass du in Bagdad bist, tausende Kilometer von Tunesien nach Irak gehst, einen Menschen besuchst, der eventuell der Sohn des Propheten ist und du kennst Musa al-Kazim nicht? Heute reden wir über diesen Mann, den Basim al-Karbalai, einer der berühmten Sänger von Irak, sagt, wer ist dieser Unbekannte? Wer ist dieser Unbekannte, dessen Freunde niemand anderes waren als feste Ketten, die ihn gekettet haben? Wer ist dieser Unbekannte? Viele Menschen, die nach Qazimain gehen, unsere eigenen Schiiten, wenn wir nach Qazimain gehen, viele von uns können ja gar nicht weinen. Viele von euch, wenn ich euch jetzt mal Musa al-Kazim sage, eure Tränen kommen gar nicht, weil ihr nicht wisst, wer er ist. Es gibt Menschen älter als ich, die kennen sein Leben nicht. Die wissen nicht, dass es keinen Imam gibt, der mehr gefoltert wurde und mehr drangsaliert wurde, als Imam Musa al-Kazim a.s. Es gibt einen Spruch, der heißt, es gibt keinen Tag wie Ashura und keinen Ort wie Karbala. Ich ergänze diesen Spruch. Und es gibt keine Jahre wie die Jahre von Imam Musa al-Kazim. Keiner weiß, wo Imam Musa al-Kazim durch musste und was er für die Schia gegeben hat. Eine Sache, die ihr nie vergessen dürft. Wir haben ja heutzutage viele Sayyids. Viele Menschen, die die Kinder der Propheten sind. Die meisten Kinder der Propheten sind die Kinder von Imam Musa al-Kazim a.s. Wisst ihr warum? Weil Imam Musa al-Kazim hatte 35 Kinder. Das ist kein Witz. Und deswegen viele Menschen, die sagen, ich bin ein Sohn des Propheten, ihr müsst mal fragen, was ist dein Nachname? Die meisten Menschen sagen, mein Name ist so und so Musawi. So und so Musawi. So und so Musawi. Haydar al Musawi, Sayyid Amar al-Musawi, Hashim al-Musawi. Es gibt so viele Musawis, das glaubt ihr nicht. Viele Menschen sind, ja ich weiß, Zulfiqar und Dings, Maria sind so Musawis. Ja, die meisten Menschen gehen nämlich durch die Linie von Imam Musa al-Kazim a.s. Okay? Deswegen wundert euch nicht, Imam Musa al-Kazim, und das ist relativ bemerkenswert, weil der Mann war 20 Jahre im Gefängnis. Das heißt, bis zu einem Alter von 50 Jahren hat er 30 Kinder, mashallah, gehabt. Und deswegen, viele Kinder gehen über Imam Musa al-Kazim. Musa al-Kazim a.s. kam am 7. Safar auf die Welt. Ich weiß, viele von euch wissen gar nicht, was Safar ist. Und gestorben ist er am, muss ich mal ganz kurz gucken, am 25. Rajab. Wir sind jetzt im islamischen Monat Rajab. Nach dem islamischen Monat Rajab kommt welcher Monat? Wer weiß das? Dann kommt der Monat Schaban.
Und nach dem Monat Schaban kommt welcher Monat? Das müsst ihr jetzt alle wissen. Ramadan. So, wie heißt der Monat, wo wir über Imam Hussein a.s. trauern? Wie heißt der Monat? Nicht der Tag, der Monat. Wie heißt der? Muharram. Wie heißt der Monat nach Muharram? Safar. Okay? Habt ihr das ungefähr verstanden? Also, Muharram ist der erste Monat im islamischen Kalender. Januar, okay? So. Safar ist dann Februar, okay? So. Ist Imam Hussein a.s. am 1. Muharram getötet worden? Nein. Am welchen Tag? So. Die Araber müssen nur das Wort Asher übersetzen. Was heißt Asher? Yawm al-Asher. Was heißt das? 40. Nein, das heißt nicht 40. Ja, meine 10. Am 10. Muharram ist Imam Hussein getötet worden. So, von da an trauern Schiiten wie lange? 40 Tage. Das heißt, ein Großteil des Monats Muharram sind wir traurig. So, und dann sind wir nochmal 10 bis 20 Tage traurig im Monat Safar. Was ist jetzt das Problem? Imam Musa al-Kasim ist am 7. Safar geboren. Das heißt, selten werden die Schiiten hingehen und seinen Geburtstag feiern. Warum? Weil es innerhalb dieser Muharram-Prozession ist. Die meisten von euch merken gar nicht, dass er Geburtstag hat. Das ist schon mal traurig. Und sein Todestag war am 25. Rajab gewesen. So, soviel erstmal dazu. Und vor allem, das ist auch so die Zeit, wo Sayyida Zainab in Scham ist, wo sie da gezogen wird, wo sie vor den Palästen von Yazid ist. Das ist so diese Zeit. Um diese Zeit ist er geboren worden. So. Wie ist Imam Musa al-Kasim auf die Welt gekommen? Und zwar war es folgendermaßen. Imam al-Sadiq a.s. hat eine Frau namens Hamida. Diese Frau Hamida, wisst ihr, aus welchem Land sie kommt? Nochmal, Imam al-Sadiq a.s. wohnt in den Tiefen von Saudi-Arabien, in Medina. In Medina, dort, wo unser Prophet begraben ist. Imam Jafar al-Sadiq a.s. hat eine Frau geheiratet mit dem Namen Hamida. Was glaubt ihr, aus welchem Land Hamida kommt? Ratet mal. Aus welchem Land kommt Hamida? Aus welchem Land kommt sie wohl? Ich meine, Imam Sadiq kommt aus Saudi-Arabien. Hamida, das gehört schön zu Afghanistan. Einige sagen Afghanistan. Ja. Marokko. Wie bist du darauf gekommen? Aber von geraten. Gut geraten. Salawat, das ist richtig. Marokko. Hamida kam aus Nordafrika. Ob das jetzt Marokko war, Tunesien war, ist jetzt Jacke wie Hose. Aber auf jeden Fall kam sie aus Marokko. Eine Frage. Warum heiraten unsere Imame Afrikaner? Warum? Warum heiraten unsere Imame Schwarzafrikaner? Warum? Warum? Rassismus. Maria, du gefällst mir, ohne Witz. Du gefällst mir. Und seit wann hast du einen Snoop Dogg-Kopf? Tuch an. Gefällt mir auch. So, fantastisch. Kleines, du hast recht. Rassismus. Unsere Imame wollten zeigen, wenn die islamische Welt schon so bescheuert geworden ist, dass sie hingeht und Nordafrika mit Krieg erobert, dann lasst wenigstens zeigen, dass wir keinen Rassismus zulassen. Dass wir nicht zulassen, dass es heißt, Araber sind besser, Perser sind besser. So was gibt es in unserer Religion nicht. Nummer eins. Nummer zwei, in letzter Zeit gibt es so eine komische Tradition, dass einige behaupten, Sayyids dürften keine Nicht-Sayyids heiraten. Hamida. Ist Hamida ein Sayyid? Nein. Das heißt also, lasst euch diesen Blödsinn nicht erzählen. Ich möchte eine Sache klarstellen. Wenn ich jetzt diesen Satz sage, das ist keine Beleidigung an Sayyids. Jeder, der mich persönlich kennt, der weiß, ich schätze das. Aber übertreibt in diesem Rang auch nicht. Sagt jetzt nicht, ja, jemand, der Sayyid ist, der ist viel zu heilig, um einen normalen Menschen zu heiraten. Ich bitte euch, der Islam ist keine Religion, die Menschen voneinander unterscheidet. Ja, jemand, der Sayyid ist, das ist eine Ehre. Das ist wunderbare Ehre. Aber er ist ein Mensch wie du und ich. Ich habe es jetzt gesehen, die geraucht haben. Ich habe es jetzt gesehen, die sich für den Islam aufgegeben haben. Ich habe es jetzt gesehen, die Imam Mehdi verraten haben. Und ihr werdet gleich ein Sayyid sehen, der Imam Musa al-Kasim verraten hat. Und ich habe Sayyid Abul Fazl Abbas gesehen. Also ein Sayyid ist im Endeffekt ein Mensch. Tut ihn nicht zu hoch und tut ihn nicht zu niedrig. Das ist etwas, wo wir wirklich mal klar werden müssen. So, das ist Nummer eins. Und Imam Sadiq a.s.w., wisst ihr, was er über Hamida gesagt hat? Er hat gesagt, liebe Frauen, wenn ihr eine Frage habt, kommt nicht zu mir. Geht zu meiner Frau Hamida, sie antwortet so gut wie ich. So hat er seine Frau erzogen. Und das Schöne an dieser Ehe ist, ihr merkt, Imam al-Sadiq a.s. ist nicht daran interessiert, eine Ehe zu führen, wo Hamida sozusagen seine Haushälterin ist, seine Köchin ist, seine Bedienstete ist. Dieses traditionelle Gesellschaftsbild, was wir von Mann und Frau manchmal haben. Nein, Imam Musa al-Kasim a.s. hat gezeigt, meine Frau und ich, wir sind Partner. Wir arbeiten zusammen. Ich sage euch, die meisten Ehen scheitern daran, dass Mann und Frau unterschiedliche Lebensphilosophien haben. Ich sage euch, eine Ehe,
wo der Mann Disco und tanzen mag und die Frau auch, die klappt eher, als wenn der eine religiös sein will und der andere nicht. Wenn Mann und Frau zu unterschiedlich sind, klappt das nicht. Meistens nicht. Irgendwie müssen beide versuchen, zueinander zu finden, Gemeinsamkeiten zu haben. So, das bedeutet natürlich auch für die Männer, etwas Interesse für die Partner zu zeigen. Und natürlich auch andersrum. So, diese Hamida war auf jeden Fall die Frau von Imam Sadiq a.s. gewesen. Und eines Tages, immer wenn Imam Sadiq a.s. von Medina nach Mekka ging, um Hajj zu machen, um das Haus Gottes zu besuchen, hat er immer an einer Zwischenstelle gestoppt. Er hatte dort ein Haus gehabt. Dieser Ort hieß Al-Abwa. In diesem Ort Al-Abwa hat er gelebt, gearbeitet, das Feld bearbeitet. Und einer kam mal zu Imam Sadiq a.s. und meinte, Imam Sadiq, es ist die heißeste Sonne, was machst du hier am Arbeiten? Er meinte, soll ich denn nicht einer sein, der sich um seinen eigenen Lebensunterhalt kümmert? Und dann ging er hin und meinte, Nabi Idris a.s. war ein Schneider. Nabi Isa a.s., also Jesus, war ein Zimmermann. Musa a.s. war ein Dachdecker. Nuh a.s. war jemand, der Sachen geschnitzt hat. Also ein Former, ein Gestalter. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam war ein Angestellter von Khadija. Wie komme ich dazu, dass nur weil ich ein Alim bin, nicht arbeiten muss? Wallah, diesen Satz würde ich manchen Gelehrten, die ich kennengelernt habe, so gerne sagen. In Muharram geben die 10 Tage Menschen, kriegen 13.000 Euro manchmal, 3.000 Euro, 4.000 Euro. Aber nie siehst du die arbeiten. Warum? Weil du einen Turban hast, darfst du nicht arbeiten. In Qom habe ich gehört, wenn Menschen Alim werden wollen, wird denen immer gesagt, bevor du deinen Job machst, musst du einen anderen Job lernen. Damit du nicht nur auf deinen Mullah sein, dein Geld verdienst. Für diese Sache, Kutschumbin im Iran. Das liebe ich am Iran. Dass sie wenigstens hingehen und sagen, nur Mullah sein ist kein Job. Und ist auch so, nur Mullah sein ist kein Job. So, Mullah werden kann jeder. Ich sag's euch, es ist kein Job. Ein Mullah ist genauso jemand, der in der Gesellschaft zu sein hat, wie jeder andere auch. So, auf jeden Fall, Imam Sadiq a.s. arbeitete und eines Tages war er im Frühstück mit einem seiner Freunde und dann kam jemand und meinte, Imam, Hamida braucht deine Hilfe, deine Frau braucht deine Hilfe. Imam Sadiq kommt, er kommt zurück und sagt, ich habe schöne Neuigkeiten für euch, ich habe gerade einen Sohn bekommen. Ein Sohn, dessen Gesicht mich an die Beschreibungen von Musa a.s. Gesicht erinnern und deswegen nenne ich meinen Sohn Musa. Von allen unseren Imamen, schaut euch ihre Namen an, der einzige Imam, der nach einem Propheten benannt ist, ist welcher Imam? Imam Musa al-Kazim. Alle anderen heißen Hassan, Muhammad, Ali. Die meisten, die nach einem Propheten benannt sind, also außer Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ist Imam Musa al-Kazim alaihi salatu wasallam. Salawat. So, und Imam Musa al-Kazim alaihi salam, ich habe euch ja gesagt, in dieser Ehe, Hamida war eine schlaue Frau, sie konnte Fragen beantworten. Imam Sadiq alaihi salam, so Satin, war einer der großen Gelehrten gewesen, die die größten Gelehrten überhaupt unterrichtet haben. Dann ratet mal, was aus Imam Musa al-Kazim a.s. wird. Mutter schlau, Vater schlau. Er ist hochintellektuell aufgewachsen. In einem gebildeten Haushalt, in einem schlauen Haushalt, in einem Haushalt, wo Wissen ein Wort ist, wo Bücher kein Fremdwort sind, wo andere Sprachen kein Fremdwort sind, wo Interesse für andere Kulturen kein Fremdwort ist. Und Imam Musa al-Kazim in dem jüngsten Alter war in der Lage gewesen, mit den größten Gelehrten zu debattieren. Und nicht mit irgendwelchen großen Gelehrten. Mit Abu Hanifa. Fragt mal unsere sunnitischen Geschwister, wer Abu Hanifa ist. Unsere sunnitischen Geschwister haben die vier großen Gelehrten. Abu Hanifa, Imam Malik, Shafi'i und Ahmad bin Hanbal. Abu Hanifa, fragt mal Türken, wenn die Sunniten sind. Sag mal, welcher Mezheb gehörst du an? Die meisten werden sagen Hanafis. In Afghanistan Hanafis. Pakistan ist so ein bisschen gespalten, Hanafis und Shafi'is. So ein bisschen so gespalten. Aber die meisten Sunniten auf der Welt sind entweder Anhänger von Abu Hanifa oder Imam Malik. So, Abu Hanifa kam eines Tages an die Tür von Imam Sadiq. Er klopfte und aufmacht der kleine Junge. Imam Musa al-Kazim macht die Tür auf. Und Abu Hanifa sagt, kann ich mit deinem Papa bitte sprechen? Ich habe ein paar Fragen an ihm. Er sagt, mein Papa ist gerade beschäftigt. Kann ich dir helfen? Dann sagt er, nein, solche Fragen kann nur dein Vater. Er sagt, lass mich mal probieren. Ihr kennt ja Kinder, die wollen immer probieren. Und dann sagt Abu Hanifa, okay, kleiner Mann, meine Frage ist, wenn wir eine Sünde machen, ist es Allah, der die Sünde macht? Weil Allah schreibt ja alles in unser Schicksal rein. Bin ich und Allah es zusammen, die Sünde machen? Oder mach nur ich die Sünde? Habt ihr es verstanden? Weil unsere sunnitischen Geschwister gehen ja davon aus,
Allah subhanahu wa ta'ala, als er Ali Rza erschaffen hat, dann sagt er, so, wenn er aufgewacht hat, wird er 30 Minuten lang weinen, irgendwann wird er aufhören, wenn er fertig mit weinen ist, wird er Zeynep ganz viel nerven, dann wird er Freizeit klauen, dann wird er irgendwann erwachsen werden, dann werden seine Haare so wachsen. Versteht ihr, was ich meine? Im Glauben unserer sunnitischen Geschwister ist das alles in einer Tafel, Lauch al-Mahfuz, aufgeschrieben worden, okay? So, und Abu Hanifa ist jetzt zu der Erkenntnis gekommen, meinte, Moment mal, wenn das so ist, dann hat ja auch Allah meine Sünden aufgeschrieben. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, nach dem Unterricht wird Abbas über Anita lästern. So hat Allah so jetzt aufgeschrieben. Das heißt, ob das passiert oder nicht, ich habe gar keinen Einfluss. Allah hat es ja geschrieben. Wenn der Unterricht vorbei ist, ich muss jetzt hingehen und lästern. Weil es steht ja in dieser Tafel drin. So, und deswegen hat er exakt die Frage gestellt, ist jetzt Allah schuld daran, dass ich lästere? Imam Musa al-Kazim a.s. sagt, ja, Abu Hanifa, diese Frage ist einfach zu beantworten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ich frage euch nach eurer Verantwortung in Yawm al-Qiyamah. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala unsere Sünden aufschreibt, dann wo ist meine Schuld? Dann kann er uns doch alle ins Paradies reinschicken, dann soll er selber in die Hölle gehen. Verstanden? Wo ist die Gerechtigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er alle meine Taten aufgeschrieben hat, wo ist dann meine Schuld? Habt ihr es verstanden? Salawat. Noch viel besser als das war einmal ein Beispiel im Gebet. Abu Hanifa kam einmal zu Imam Sadiq a.s. und meinte, Imam Sadiq, es wird Zeit, dass dein Sohn das Gebet lernt. Imam Sadiq a.s. meinte, mein Sohn betet. Meinte, ich glaube, dein Sohn weiß nicht, wie er richtig zu beten hat. Dann meinte Imam Sadiq, warum, was hat er denn gemacht? Dann meinte, ja, einmal ist jemand an seinem Gebet vorbeigegangen und dein Sohn hat ihn nicht weggeschlagen. Und dann meinte Imam Sadiq a.s., weißt du was, Abu Hanifa, du bist ja einer meiner Schüler, geh du und erklär ihm das mal. Abu Hanifa geht zu Imam Musa al-Kazim. So, jetzt für die Leute, die nicht verstehen, worum es hier geht. Bei unseren sunnitischen Geschwistern, so, und ich bitte das jetzt nicht, also wenn ich solche Sachen erzähle, wo ich den Unterschied zwischen Sunniten und Schiiten zeige, dann immer solche Unterschiede mit Respekt behandeln. Ich sage euch auch warum. Viele sollen jetzt nicht hingehen und sagen, wir lachen uns jetzt über Sunniten kaputt, weil die eine gewisse Regel haben. Genauso wie ich mich immer aufrege, wenn Sunniten sich über uns auslachen. Diese Religion ist keine Religion, wo wir versuchen, uns übereinander lustig zu machen. Es geht darum, dass wir die Wahrheit finden wollen. Versteht ihr, was ich meine? In Sachen Wahrheit gibt es kein Witzigmachen. Es geht darum, dass ich meine Meinung zeige und sie ihre Meinung zeigen. Und wenn wir Dialog mit unseren Geschwistern haben wollen, heißt es auch, dass wir verstehen müssen, warum denken die so? Warum ist ein Sunnite sehr, sehr erbost, wenn du an seinem Gebet vorbeigehst? So, ich habe das gestern recherchiert. Die Sunniten haben zwei bis drei Erklärungen, warum du nicht an ihrem Gebet vorbeigehen darfst. Okay? So, warum erkläre ich das? Weil viele werden mir jetzt vorwerfen, Abbas bringt sunnitisches Wissen bei. Nein, darum geht es mir nicht. Es geht darum, dass wir verstehen, wie sie denken. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ihr nicht versteht, wie die denkt, dann könnt ihr nie zu einem Dialog kommen. Also, unsere sunnitischen Geschwister sagen, mehrheitlich im Internet, habe ich das so ein bisschen recherchiert, habe so Überlieferungen mir ein bisschen angeguckt. Unsere sunnitischen Geschwister sagen, wenn ich mit Gott bete und einer geht an mir vorbei, dann ist das dem Gebet gegenüber respektlos. Das ist die erste Begründung. Eine zweite Begründung, die ich gelesen habe, war, unsere sunnitischen Geschwister sagen, wenn jemand an meinem Gebet vorbeigeht, verliere ich meine Konzentration. Nummer zwei. Nummer drei, es gibt eine Meinung, die habe ich aber nicht im Internet gefunden, sondern so aus Predigten. Wenn jemand am Gebet vorbeigeht, ich habe ja eine Verbindung zu Gott, ich bete ja zu Gott. Und wenn er vorbeigeht, in dem Moment, für diese zwei, drei Sekunden, bete ich die Person an. Weil meine Verbindung zu Gott gekappt wird. Habt ihr das verstanden oder soll ich nochmal erklären? Ja, genau so wie Kabel. Ja, perfekt, genau so stellen Sie sich das vor, genau. So, und da gibt es auch eine Überlieferung von Abu Sa'id al-Khuzri, das ist einer der Überlieferer im Buch von Sahih al-Muslim, das ist die Hadith Nummer 782. Dort sagen sie, wenn einer von euch, das der Prophet gesagt haben soll, wenn einer von euch das Gebet verrichtet, soll er keinen Menschen vor ihm vorübergehen lassen und ihn möglichst zurückstoßen. Das heißt, wenn ihr bei Sunniten betet, wundert euch nicht, dass wenn ihr an ihnen vorbeigeht, dass einer von denen euch wegschubsen wird, mitten im Gebet. Das ist relativ erschreckend, wenn es das erste Mal passiert. Aber das ist, weil es in dieser Hadith steht. So, wenn dieser aber sich sträubt, soll Gewalt angewendet werden, denn dies ist ein Satan. Über diesen Satz möchte ich gleich aber kurz was sagen. So, das heißt, Imam Abu Hanifa denkt sich jetzt, Moment, wenn ich hier am Beten bin und jemand geht an mir vorbei, der macht dieses Kabel kaputt. Ne? So, er geht jetzt zu Imam Musa al-Kazim a.s. und sagt, Imam Musa al-Kazim, mein kleiner Junge, sind ja sehr familiär gewesen. Und dann sagt er zu mir, mein kleiner Junge, du musst richtig beten. Meint auch immer Musa al-Kazim, wie soll ich denn richtig beten? Sagt, wenn jemand an dir vorbeigeht, du musst den wegschubsen, weil der macht deine Verbindung zum Gebet kaputt.
Dann meinte man Musa al-Kasim, ja Abu Hanifa, hast du im Koran nicht gelesen, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, ich bin näher als euch, das ist ein Vers aus dem Koran, ich bin näher zu euch als eure eigene Schlagader. Welche Verbindung willst du brechen, wenn Allah näher als meine Schlagader ist? Salawat. Ein kleiner Junge, der einen der größten Gelehrten belehrt. Es geht nicht darum, Abu Hanifa lächerlich zu machen. Es geht nicht darum, unsere sunnitischen Geschwister lächerlich zu machen. Es geht darum, dass unsere sunnitischen Geschwister merken, warum wir sie nicht schubsen. Weil wir anders sind. Und Musa al-Kasim meinte zu ihm, und ganz ehrlich, Abu Hanifa, die Menschen, die an mir vorbeigehen, stören meine Konzentration nicht, weil ich bin so tief in meinem Gebet, ich merke nicht, was um mir herum passiert. Habt ihr diese Geschichten gehört, dass Imam al-Islam so tief im Gebet war, dass jemand mit einem Pfeil auf ihn geschossen hat und er hat es nicht gemerkt? Habt ihr die Überlieferung gelesen, dass Imam Zain al-Abidin so tief im Gebet war, dass sein ganzes Haus abgebrannt ist und sein Kind um Hilfe geschrien hat? Er hat es nicht mitbekommen, weil sie in einer anderen Welt sind. Weil sie in einer anderen Welt sind, wenn sie beten. Und ich kenne das Gefühl. Ihr müsst mal abends, wenn es nachts, wenn es ganz leise ist, alle Lichter mal ausschalten und dann mal beten. Ihr seid in einer anderen Welt. Und das war bei den Imamen der Fall gewesen. Okay? So, aber eine Sache möchte ich kritisieren. Und zwar genau solche Überlieferungen machen uns das Leben schwer. Ich meine nur die letzten zwei Sätze. Da steht, wenn jemand jetzt an meinem Gebet vorbeigehen will und du schubst ihn weg und der will nicht weggehen. So, dann steht hier drin, wenn dieser aber sich schreibt, soll Gewalt angewendet werden. Leute, das Gebet soll uns doch Gott näher bringen. Warum steht hier Gewalt anwenden? Ich sage wirklich, wir müssen unsere Werke reformieren. Das gibt's doch nicht. Was soll das jetzt heißen? Wenn jemand jetzt, so zum Beispiel, ich bete jetzt, da geht ein Christ an mir vorbei. So, ich schubse ihn weg, er sagt, du, ich gehe nicht vorbei. Soll ich ihn jetzt umbringen mit einem Gebet? Also, ich meine es ehrlich, so, wir müssen unsere Quellen reformieren. Das kann nicht wahr sein. Aber dann habe ich eine witzige Anekdote gelesen im Internet. Kinder, das muss ich euch erzählen. Da war eine Frau, die hat geschrieben, dass sie beten wollte. Und die hat ihrem kleinen Mädchen gesagt, hey, mein kleines Mädchen, ich bete jetzt, du darfst nicht an mir vorbeigehen. Okay? Und dann meint das Mädchen, okay, aber wenn du Sujud machst, darf ich auf deinen Rücken klettern? Kinder, fantastisch. So, und da ist der Punkt, dass ihr einfach merkt, ihr müsst die Sicht unserer Geschwister verstehen, okay? So, gleichzeitig will ich euch aber noch etwas beibringen. Jetzt habt ihr alle gelernt, wenn Sunniten beten, die mögen es nicht, dass wir an ihrem Gebet vorbeigehen. So, was wäre jetzt Respekt, wenn ihr in eine sunnitische Moschee geht? Sollen wir jetzt absichtlich an deren Gebet vorbeigehen? Nein. Das ist genau der Punkt, weil viele sagen jetzt, genau weil sie es nicht mögen, genau deswegen mache ich das. Leute, das bringt uns nicht weiter. Das hat uns im Irak Bürgerkrieg gebracht, das hat in Afghanistan Armut gebracht, Tod gebracht, Terror gebracht. Wir brauchen etwas Verständnis. Ja, ich werde immer meinen sunnitischen Geschwistern sagen, warum steht in dieser Hadith Gewalt anwenden? Darüber werde ich mit denen diskutieren. Aber den Respekt müssen wir beibehalten. Das ist wichtig. So, und eine Sache muss ich aber auch sagen. Bei uns Schiiten manchmal, das ärgert mich, wenn wir Matchlisse haben, meistens unsere Matchlisse sind immer so organisiert, Gebet, Koran, Gedicht, Rede. Manchmal kommen Leute zu spät und beten noch. Viele von uns sind ein bisschen respektlos. Wir sind laut, wir reden laut, wir reden über unnützige Sachen. Das sind schon Sachen, die wir ändern müssen. Eine Sache, die ihr immer in sunnitischen Moscheen sehen werdet, wenn ihr zu ihren Freitagsgebeten sind, wenn ihr auch nur einen Mucks gibt, dann sagt einer, sei leise, sonst wird dein Jumma-Gebet nicht angenommen. Weil das ist halt deren Glaube. Und das ist der Punkt, wir müssen es ein wenig lernen. Es kann ja nicht sein, wenn jemand über etwas Islamisches redet, dass Leute irgendwo in einer Ecke sitzen und reden. Leute hingehen und stören. Dann geht in eine Cafeteria. Dann kommt nicht hier hin. So, diese paar Punkte können wir schon lernen. Also Dialog heißt auch voneinander lernen. So, dann Imam Musa al-Kasim in seinen jungen Jahren fing an, sehr, sehr religiös zu werden. Und Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hat einen Hadith, wo er sagt, Allah subhanahu wa ta'ala liebt die Jugendlichen, die sich zur Religion bekennen. Das heißt, ihr sollt nicht denken, dass das kostenlos ist, dass ihr hier sitzt. Allah subhanahu wa ta'ala liebt das, wenn ein Jugendlicher sich, obwohl er andere Möglichkeiten hat, sich in die Moschee begibt. Ich lese euch mal eine Hadith vor. Am jüngsten Tag ist der Sohn Adams nicht gerettet, bevor er nicht über fünf Dinge befragt wurde. Das heißt, in Yawm al-Qiyamah werden euch fünf Fragen gestellt. Die erste Frage ist, wie habt ihr dein Leben verbracht? Wisst ihr, wie die zweite Frage ist? Wie habt ihr eure Jugend verbracht? Warum? Weil in der Jugend hast du viel Kraft, hast du viel Stärke. Nutzt du die Stärke für etwas Gutes aus oder für etwas Schlechtes? Es gibt so ein schönes Lied von einem großen afghanischen Sänger, Naeem Popal, wo er ungefähr sagt auf Persisch, in der Jugend fällt dir alles so leicht. In der Jugend denkst du, das Leben ist so leicht. Im Alter merkst du, welches Gift diese Jugend für dich gewesen ist.
schöner Satz. Jugend kann für manche Menschen ein Gift sein. Denn ihr werdet es merken, wenn ihr in der Jugend einen Fehler habt, für den ihr euch immer schämt, im Alter, es lässt euch keine Ruhe. Es lässt euch keine Ruhe. So, auf jeden Fall hatte Imam Musa al-Kasim unter vielen Kalifen gelebt. Insgesamt 4. Er lebte unter dem Kalifen al-Mansur al-Dawaniqi, der war ein Cousin von Imam Sadiq al-Islam gewesen, unter dem Kalifen al-Hadi, al-Mahdi und Harun al-Rashid. So, jetzt viele dieser Namen habt ihr noch nie gehört. Wir kennen die Namen Umar al-Khattab, wir kennen die Namen Osman bin Affan, wir kennen die Namen Muawiyah, wir kennen die Namen Yazid, aber diese Namen sind sehr, sehr unbekannt. So, ich versuche euch ungefähr eine Idee zu geben, in welcher Zeit wir gerade sind. Wer von euch kennt das Buch 1001 Nacht? Wer von euch kennt das? Schon mal gehört? Das sind ja so Geschichten von welchem Kalifen? Von welchem Kalifen sind das die Geschichten? Von Harun al-Rashid und seiner Geliebte. So, und deswegen in Deutschland und in Europa ist Harun al-Rashid ein sehr, sehr guter Mensch. So, oh, der mit den Palästen und mit den... Das ist die Zeit von Ali Baba und die 40 Räuber. Das ist die Zeit von Aladdin. Schon mal Aladdin gesehen? Aladdin und Jasmin. Wir leben in dieser Zeit, wo die Gebäude so schön sind, wo die Klamotten so unglaublich schön orientalisch sind. Ne, so diese Zeit sind wir, okay? Also Harun al-Rashid ist so der Papa von Jasmin, okay? Aber ich glaube, der ist lieb, ne? So, auf jeden Fall, in dieser Zeit leben wir gerade. So, und diese 1001 Nacht, diese Zeit sind wir. Also seid ihr dabei? Habt ihr verstanden, wo wir gerade sind? So, und jetzt passt gut auf. Imam Musa bin Ja'far, also Imam Musa al-Kasim al-Islam, war 20 Jahre, als sein Vater gestorben ist, okay? So, das heißt, er ist ein Imam geworden mit 20 Jahren. So, und was jetzt interessant ist, war, in der Zeit lebte der Kalif al-Mansur al-Dawaniqi. Und al-Mansur al-Dawaniqi hat seinen Cousin Imam Sadiq gehasst bis zum geht nicht mehr. Und jetzt passt gut auf. Al-Mansur al-Dawaniqi hatte eine Idee, wie er alle Imame ein für alle Mal töten kann. Er meinte, jetzt wo Imam Sadiq al-Islam tot ist, lass uns in seiner Wasi'a, in seinem Testament, gucken, wer der Nachfolger ist. Wer immer dieser Nachfolger ist, töte ihn. Und dann haben wir alle Imame ein für alle Mal hinter uns. Intelligent gedacht, oder? So, jetzt passt auf. Er schickt Sulaiman, einen seiner Gouverneure, und sagt, geh und verlies das Testament von Imam Sadiq al-Islam. So, er liest das Testament, also ihr müsst euch das nicht so vorstellen. So, der geht jetzt, der guckt sich das Testament an und sagt und liest, und da steht dann, ich bin Imam Sadiq al-Islam, mein Testament ist, bitte geht noch einmal Hajj für mich, Schuld bezahlt diese Schulden für mich. So, das, was in einem Testament drin steht, okay? So, jetzt passt auf. Meine Nachfolger sind... Jetzt passt, subhanallah. Meine Nachfolger sind Al-Mansur al-Dawaniqi. Weil Al-Mansur al-Dawaniqi hat doch gesagt, guck im Testament, wer der Nachfolger ist, und den bringst du um. Mein Nachfolger ist Al-Mansur al-Dawaniqi. Mein Nachfolger ist Sulaiman, der gerade das Ding liest. Mein Nachfolger ist Hamida. Mein Nachfolger ist Abdullah und mein Nachfolger ist Musa al-Kasim. Viele fragen sich ja immer, warum hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nie eine Hadith, wo er sagt, die 12 Imame sind A, B, C, D, E, F. Warum wissen wir das nicht? Warum haben wir keine Hadith, wo wir das beweisen können? Hätte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam das jemals gesagt, hättest du doch nur nach den Leuten gesucht, sie alle getötet. Es war immer ein Trick, wie unsere Imame ihren Nachfolger ernannt haben. Es war immer ein Trick. Es war immer mit einer geheimen Taktik, wie die Nachfolger ernannt wurden. So, er kommt zurück und Al-Mansur al-Dawaniqi natürlich total aufgeregt. Sagt, und wer ist der Nachfolger? Wir müssen ihn umbringen. Der meinte, ja, Kalif, du bist der Nachfolger. Also kannst ja schon mal Dings dir die Kugel geben. Und dann meinte Al-Mansur al-Dawaniqi, ach, immer mit diesen Tricks, diese Imame. Und so ist Imam Musa al-Kasim mit dem Leben davongekommen. Somit hat Imam Musa al-Kasim den ersten Kalifen Al-Mansur al-Dawaniqi überlebt. Wer kam als nächstes? Als nächstes kamen die Tage von Al-Mahdi. So, und jetzt passt auf, wir werden jetzt analysieren, wie die Kalifen Imam Musa al-Kasim unterdrückt haben. Und deswegen hat Imam Musa al-Kasim den Titel Al-Kasim bekommen. Was heißt Al-Kasim? Al-Kasim bedeutet derjenige, der seine Wut zurückhält. Ali Reza, wenn ich zu dir komme und sage, oh Gott, wie sieht denn deine Frisur aus? Sie sieht aus wie Tokyo Hotel. Kennst du dieses Gefühl, wenn du sagen willst, ja, aber selber Powerlocke? So, dieses Gefühl so, ich muss darauf antworten. Ich muss dem jetzt eine klatschen. Dieser Moment, wo du sagst, ist okay, ich sag nichts. Diesen Moment, wo du deine Wut zurückziehst, okay? Ist schwer, ne? Ist schwer. Wut zurückziehen ist schwer. Dieser Moment heißt Al-Kasim. Diese Wut zurückzuziehen. Das steht auch im Koran, Wal-Kasimin al-Rais.
والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Diejenigen, die im Moment des Wutes ihre Wut zurückziehen, mit den Menschen barmherzig umgehen, diese Aufrichtigen liebt Gott. Steht so im Koran. Und deswegen wurde er Al-Kazim genannt. Weil immer, wenn jemand auf ihn mit bösen Worten geredet hat, ihn ein Schimpfwort gesagt hat, zum Beispiel du so und so und du so und so, hat er mit Liebe geantwortet. Ich gebe euch eine Anekdote, die wunderschön ist. Eines Tages kam jemand zu Imam Musa Al-Kazim und meinte, verflucht seist du, verflucht sei dein Vater, verflucht sei deine Mutter. Wie würden wir reagieren? So, jeder Türke würde sagen, eins aufs Gesicht. So, Al-Kazim a.s.w. wurde beleidigt, sein Vater wurde beleidigt, seine Mutter wurde beleidigt. Und er fragte einfach, dann fragten seine Freunde so, man muss Al-Kazim, soll man den umbringen? Was fällt dem ein, deinen Vater zu beleidigen? Man muss Al-Kazim meinte, er hat meinen Vater beleidigt, lass ihn in Ruhe. Lass ihn in Ruhe, ich rede später mit ihm. Diese Person geht weg, man muss Al-Kazim fragen, wo wohnt der? Und sagt er, schaut mal, ich erzähle euch diese Geschichte aus einem guten Grund. Unsere Imame sind keine Imame, die uns sozusagen, wir tun unser Gehirn weg und tun wir die Imame da rein. Nein. Unsere Imame sind keine Imame, die uns sagen, was wir zu denken haben. Viele wollen unsere Imame in letzter Zeit so darstellen, als würden die uns sagen, was wir zu denken haben. Niemals. Unsere Imame haben uns beigebracht, wie wir zu denken haben. Und das ist viel schwieriger. Das ist viel schwieriger. Weil derjenige, der beigebracht wird, was er zu denken hat, ist entweder ein Papagei oder ein Schaf. Aber ein Mensch ist der, der gelernt hat, wie er zu denken hat. Imam Musa Al-Kazim a.s. sagt, wo wohnt er? Sagt, er wohnt da und da. Er geht hin, betritt seinen Garten. Der Mann kommt raus und sagt, was wagst du dich auf mein Dings, auf meinen Garten hier zu kommen? Er meinte, was ist denn so schlimm daran? Er meinte, ja, deine Füße haben meinen Garten beschmutzt. Dann meinte er, wie viel kostet dein Garten? Meinte er, 200 Dinar. Dann meinte er, und wie viel Profit machst du von diesem Garten? Macht er 100 Dinar. Er holt eine Tasche raus und sagt, hier, 300 Dinar, weil ich es beschmutzt habe. Der Mann nimmt das in die Hand. Man muss Al-Kazim geht raus und der Mann schämt sich natürlich. Er sagt, ich habe dich beleidigt, gibst mir 300 Dinar. Er meinte, ja, kämpf auf der gleichen Weise gegen deinen Satan im Herzen, so wie ich gegen meinen kämpfen muss. Ich möchte, dass wir diesen Satz einmal tief verstehen. Hier beleidigt jemand unseren Imam und er gibt ihm Geld dafür und sagt, kämpf gegen dein eigenes Wesen. Das ist der Kampf, den unsere Ahlul Bayt von uns wollen, dass wir gegen uns selbst vor Gericht ziehen. Akzeptiert niemals eine Ideologie, die euch beibringt, wir sind besser, die sind schlechter, wir sind besser, wir sind schlechter. Akzeptiert die Ideologie, die sagt, kämpf gegen dich selber. Kämpf gegen dich selber, mach einen Kampf gegen dich selber. Kämpf gegen das Monster, was in dir drin ist. Kämpf gegen das Monster, was Neid heißt. Kämpf gegen das Monster, was Hass heißt. Kämpf gegen das Monster, was einem nicht gönnen heißt. Kämpft dagegen an. Das ist Ahlul Bayt. Ahlul Bayt will euch zeigen, wie ihr zu denken habt. Imam Musa Al-Kazim hätte ihm ja locker sagen können, nein, deine Mutter ist so. Nein. Er hat ihm gesagt, guck mal, so wie ich Böses mit Gutes besiegt habe, versuch du dein Böses mit Gutes zu besiegen. Viele glauben nämlich, wenn uns jemand beleidigt, ich beleidige ihn mit noch mehr Beleidigen. Wenn ein Haus brennt, tun wir noch mehr Feuer rein. Nein. Was brauchen wir, wenn Feuer ist? Wasser. Wenn jemand euch also schlecht behandelt, wie habt ihr zu antworten? Gut. Gut, weil bei Feuer benutzen wir Wasser. Und bei schlechten Taten benutzen wir was? Gute Taten. Viele verstehen das nicht. Viele glauben, Schia und Sunni, das ist so eine Debatte, wer kann den anderen besser beleidigen. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir den Weg zeigen. Dass wir zeigen, wie wir zu denken haben. Salawat, bitte merkt euch das. So, aufgrund dieser Charaktereigenschaften haben die Leute immer Musa al-Kazims Benehmen geliebt. Weil ein solcher Mensch, der ist beliebt. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Menschen lieben dich, wenn du eine süße Zunge hast. Und wallahi, was für eine süße Zunge er hatte. Eines Tages ging er an einem Haus vorbei. Und in diesem Haus war Party, so wir würden das heute so Disco nennen. War so richtig so Disco-Musik und was weiß ich, Shah Rukh Khan und Justin Timberlake und ja, so die Sachen aus meiner Generation. Auf jeden Fall war da auf jeden Fall richtig so was los gewesen, so Justin Bieber der damaligen Zeit. Man muss Al-Kazim geht an diesem Haus vorbei und da ist eine Frau, die ist am Saubermachen, okay? Man muss Al-Kazim geht vorbei und sagt, ich habe eine Frage, sagt er, ja. Der Besitzer von diesem Haus, ist er ein Sklave oder ist er ein freier Mann? Meint die Frau, ist ein freier Mann, ist kein Sklave. Manchmal muss Al-Kazim, das habe ich mir gedacht. Und geht weiter. Die Frau läuft hinterher und sagt, Entschuldigung, ich habe nicht verstanden, was du gesagt hast. Was meinst du? Ist er ein Abed oder ist der Hor? Er sagt, nein, der ist frei.
Und warum frei? Sagt er, wenn er Abedullah wäre, dann wüsste er, wer ihn am Beobachten ist. Die Frau geht zurück in dieses Haus und der Mann fragt, was hast du draußen gemacht, mit wem hast du geredet? Meinte, ja, da war ein Mann, der hat gefragt, ob du ein Sklave bist oder ob du ein freier Mensch bist. Meinte, und was hast du geantwortet? Ich habe gesagt, ja, du bist frei. Was hat er gesagt? Der meinte, ja, wenn er ein Sklave wäre, dann wüsste er, wer sein Gott ist. Dieser Mann meinte, wer hat das gesagt? Das ist ein sehr, sehr tiefer Satz. Er sagt, wer hat das gesagt? Meinte, ja, der sah so aus. Meinte, oh mein Gott, das war immer Musa al-Kasim. Er läuft barfuß aus seinem Haus raus, geht und küsst die Füße von Musa al-Kasim und sagt, ich habe bis heute nicht gewusst, warum ich diese Sünde gemacht habe. Heute hast du mir geholfen, dass ich verstanden habe, wem ich zu dienen habe. Schaut mal, man muss Al-Kasim a.s.w., der hätte ihm sagen können, schäm dich, was soll das, haram, du kommst in die Hölle. Der hätte so mit ihm reden können. Ja, viele von uns reden so mit Menschen. Aber guck mal, was er gesagt hat. Er ist hingegangen und meinte, ja, es ist leider so. Wenn eine Frau nicht Kopftuch trägt, Schande, du kommst in die Hölle. Die meisten Hadith in der Hölle, so, es gibt ja so eine Hadith, die heißt, die meisten Menschen in der Hölle sind Frauen. Warum? Ich bin mir so sicher, dass es diese Überlieferung gibt, nur deswegen, weil die meisten Kalifen Männer waren. Und die Tinte war in deren Hand. Wenn ich ein Mann bin, schreibe ich ja nicht, dass die Männer in die Hölle gehen. So. Auf jeden Fall war es so gewesen, dass dieser Mann meinte, ich mache das nie wieder. Und er hat gesagt, subhanallah, er hat gesagt, der Moment, an dem ich zu Allah gegangen bin, hatte ich keine Schuhe an. Ich werde bis zu meinem Tod nie wieder mehr Schuhe anziehen. Und deswegen ist er berühmt bei den Sufis unter dem Namen Bishr al-Hafi. Bishr, der Mann, der ohne Schuhe unterwegs war. Einer der großen Sufis, die es gibt. Diese Seite, die du manchmal zeigst, die so coole Sprüche macht, ne? So, es gibt viele solcher Seiten, ja, das sind so Flyer im Internet, da stehen so von Konfuzius und von so und so, so Sprüche. Einmal habe ich auf einer Seite gesehen, die hieß Hafiz Saadi and Mevlana Poems. Und da habe ich einmal so ein Zitat von ihm gesehen, Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi ist berühmt unter den Sufiten der Sunniten, obwohl er ein Anhänger von Musa al-Kasim war. Lernt diesen Satz. Es geht nicht darum, dass wir Leuten sagen, Haram, Haram, Hölle. Es geht darum, dass du sagst, wenn du ein Sklave bist, wer ist dein Herr? Amir al-Mu'minin hat eine Hadith, wo er sagt, es gibt ja Menschen, die unterteilen, so, das ist eine kleine Sünde, das ist eine große Sünde, das ist eine kleine Sünde, ist ja nur eine kleine Sünde. Imam Al-Islam sagt, die größte Sünde ist die, wo du selber denkst, sie sei klein. Weil es geht nicht um die Größe der Sünde. Imam Al-Islam sagt, guck nicht, wie groß die Sünde ist. Guck, wen du nicht gehorcht hast. Unsere Ahlul Bayt sagt nicht, was wir denken sollen. Sie zeigen uns, wie wir denken sollen. Salawat. So, und auf jeden Fall muss an dieser Stelle eine kleine Anekdote noch. Wir müssen uns langsam mal die Frage stellen, ob die Art, wie wir Hochzeiten feiern, ob das richtig ist. Nur mal so in den Raum gestellt, ich rede oft über dieses Thema, weil in meiner Kindheit habe ich die abenteuerlichsten Sachen erlebt. Wir müssen uns wirklich mal die Frage stellen, was ist noch der Unterschied zwischen manchen orientalischen Hochzeiten und einer Disco? Außer, dass das Licht an ist. Ich meine es ganz ehrlich. Wir müssen viele dieser Fragen mal stellen. Gerade bei uns Afghanen, wir müssen wirklich mal die Frage stellen, was das für Hochzeiten sind. Wir geben so viel Geld aus, wir zerstören das Leben des Paares von Anfang an. Eine Ehe habe ich mitbekommen, Verlobung 16.000 Euro. Und diese Ehe ist nach ein paar Monaten geschieden, weil, ist egal, aber geschieden. Ja, wie wollt ihr eure ersten Tage beginnen? Nimmt dieses Geld, diese 16.000 Euro und gibt diesem Paar ein paar Flitterwochen. Keine Ahnung, schickt die nach Dubai oder so. Ist doch 50.000 Mal besser als diese Hochzeiten. So, wie dem auch sei, Imam Musa al-Kasim al-Islam lebte dann zu einer Zeit, wo die Kalifen unglaublich die Ahlul Bayt unterdrückt haben. Wir vergessen manchmal, wir denken immer, Muawiyah und Yazid waren schlimm. Ihr kennt diese Kalifen nicht, weil diese Kalifen waren vom Fleisch und Blut der Ahlul Bayt. Das waren ihre Cousins. So, und beispielsweise war eine Sache, dass die Schiiten jeden Abend von zu Hause zum Palast gehen mussten und unterschreiben mussten, dass sie Schiiten sind. Jeden Abend. Einfach nur, damit die Kalifen kontrollieren. Wo wohnen die? Wie viele Schiiten haben wir hier? So eine Schiitenverfolgung. So wie wir das im Dritten Reich immer kannten. Dass die Schiiten markiert waren. In Afghanistan, zur Zeit, als Hitler hier die Macht hatte, mussten Schiiten in Afghanistan immer einen gelben Turban anziehen. Es war so. Also es ist schrecklich, was passiert ist. So, und auf jeden Fall, die Situation war natürlich sehr schwer. Und da war ein Kalif gewesen, das war der Kalif Al-Mahdi.
Viele dieser Kalifen hatten die Eigenschaft, dass sie, es gibt so einen deutschen Spruch, das waren Wölfe im Schafspelz. Die haben ein Gesicht in der Öffentlichkeit gezeigt, dass sie Ahlul Bayt lieben, aber hinter den Rücken waren sie Unterdrücker bis zum geht nicht mehr. Ein Mann hat Al-Mahdi, den Imam Musa al-Kasim, ins Gefängnis gesteckt. So. Und als Imam Musa al-Kasim ins Gefängnis gesteckt hat, ist er nach ein paar Tagen wieder freigekommen. So, das heißt, mit Al-Mahdi kamen die noch irgendwie klar. Al-Mahdi ist irgendwann gestorben. Als Al-Mahdi gestorben ist, kam der Kalif Al-Hadi an die Macht. Dieser Kalif Al-Hadi, subhanallah, was für ein schlimmer Kalif. Dieser Kalif Al-Hadi hat einmal Imam Musa al-Kasim ins Gefängnis gesteckt. So, jetzt passt gut auf. Irgendwann kam Musa al-Kasim wieder raus. Und Al-Hadi hatte einen Konflikt mit dem Cousin von Imam Musa al-Kasim. Warum? Der Cousin von Imam Musa al-Kasim, sein Bruder, hieß Hasan al-Aftar. Hasan al-Aftar, der war nicht einverstanden mit Al-Hadi gewesen. Der hat ein bisschen rebelliert. Was hat Al-Hadi gemacht? Al-Hadi hat den Bruder Hasan al-Aftar gepackt, in der Öffentlichkeit 200 Mal ausgepeitscht und seinen Körper auf einem Esel gesetzt und der ganzen Stadt so rumgesetzt. Ihr kennt das doch so von Filmen, so Leute werfen so Tomaten auf seinen Körper und so. Hat das durch die ganze Stadt mit ihm machen lassen. Sein Bruder, Hussein bin Ali al-Khair, kam zu ihm und meinte, was soll das? Warum hast du meinen Bruder so gedemütigt? Meinte, er hat Alkohol getrunken. Meinte, erstmal, mein Bruder trinkt keinen Alkohol. Aber selbst wenn, die Strafe für Alkohol ist, wenn überhaupt, 80 Peitschenhiebe. Und das unter Bedingungen. Warum hast du ihn 200 Mal ausgepeitscht? Warum hast du ihn so blamiert? Dann meinte er, wer bist du? Du bist ein Schiite. Du musst jeden Abend, komm, erstmal unterschreiben. Du hast gar nichts zu sagen. Dieser Hussein bin Ali al-Khair hat dann eine Armee mobilisiert von so, keine Ahnung, 300, 400 Leute. Ich habe die Zahl nicht ganz im Kopf. Und hat einen Krieg gegen Al-Hadi geführt. Okay? Ich zeige euch gleich, was das mit Musa al-Kasim alles zu tun hat. Dieser Hussein bin Ali al-Khair hatte also einen Krieg mit Al-Hadi. An einem Ort namens Fach. So. Dort ist Hussein bin Ali al-Khair getötet worden. Und seine Schwester Zainab, relativ witzig, das ist 100 Jahre nach Karbala. Der Mensch heißt Hussein, seine Schwester heißt Zainab. Und als Hussein bin Ali al-Khair kurz davor war zu sterben, hat Hussein bin Ali al-Khair seine Schwester gesagt, Zainab, verbrenn das Papier, wo meine Freunde draufstehen, damit Al-Hadi nicht herausfindet, wer meine Freunde sind und sie nacheinander tötet. Und Zainab hat das verbrannt. Als Hussein bin Ali al-Khair in Fach getötet wurde, haben sie alle Kinder gefangen genommen. Die Kinder haben sie zum Palast von Al-Hadi geholt und Al-Hadi meinte, setz die Kinder nebeneinander. Fünfjährige, Sechsjährige. Meinte Al-Hadi, warum? Der meinte, ich möchte meine Schwertkunst üben, ich will gucken, wie viele Köpfe ich auf einmal abhacken kann. Und die Kinder von Ali Muhammad sind so umgebracht worden. Imam Musa al-Kasim a.s. sagt, wenn Karbala nicht gewesen wäre, wäre das schlimmste Ereignis der islamischen Geschichte Fach gewesen. Und viele von uns wissen gar nicht, was Fach ist. Informiert euch. So, was hat das mit Imam Musa al-Kasim a.s. zu tun? Ja, armer Imam, der hatte damit nichts zu tun. Hattet in dieser Geschichte Imam Musa al-Kasim mit was zu tun gehabt? Nein, das war sein Cousin, der ein Problem mit Al-Hadi hatte. Dann hat Al-Hadi gesagt, bestimmt steckt dahinter wer? Imam Musa al-Kasim a.s. Und dann wollte er Imam Musa al-Kasim töten gehen. Einer der Berater von Al-Hadi war Al-Yaqtin. Al-Yaqtin, sein Sohn ist Ali bin Yaqtin, über den reden wir gleich. Al-Yaqtin ist schnell zu Imam Musa al-Kasim gegangen, meinte, Imam, er wird dich töten. Lauf weg, flieh, raus von hier. Er tötet dich gleich. Imam Musa al-Kasim meinte, warte, lass mich kurz beten. Er betete und betete eine Dua, die wir im Ramadan kennen. Sollten wir mal rezitieren. Und zwar, es gibt einmal die Dua Jawshan al-Kabir und einmal die Dua Jawshan al-Sarir. Er hat die Dua Jawshan al-Sarir gebetet. Dann kam er zurück, Imam Musa al-Kasim meinte, wir können bei mir zu Hause bleiben, es wird gleich kommen gute Nachrichten. Die Nachricht kam, Al-Hadi ist gestorben. Der Kalif Al-Hadi ist gestorben. Herzinfarkt, keine Ahnung. Wutkomplex, ich weiß nicht, er ist auf jeden Fall gestorben. Herzrasen, was auch immer. So. Erstmal haben sich die Schiiten gefreut, haben sich gesagt, wow, Al-Hadi ist tot, jetzt haben wir mal den Schlimmsten her. Sie wussten nicht, wer jetzt kommt. Harun al-Rashid. Harun al-Rashid ist jetzt der, den wir kennen. Harun al-Rashid ist so auch der Kalif, der jetzt ein bisschen bei den Abbasiden bekannt ist. Harun al-Rashid hatte mit Imam Musa al-Kasim zwei Probleme. Einmal Neid, weil Harun al-Rashid der Sohn von Abbas war, also Abbas, dem Onkel des Propheten, und Imam Musa al-Kasim von Ali und Fatima. Und die hatten mal eine Diskussion, ich habe jetzt leider keine Zeit, die euch vorzulesen, weil die geht halt zwei Seiten lang. Die hatten halt eine Diskussion, wo Harun al-Rashid gefragt hat, warum bist du eigentlich Ahlul Bayt und ich nicht? Und dann hat halt Imam Musa al-Kasim erklärt, weil ich der Sohn von Abu Talib bin und so weiter und so fort. Und dann meinte Harun al-Rashid in diesem Gespräch, ich kann euch das geben, ist gar keine Frage. So, dann meinte Harun al-Rashid, Imam Musa al-Kasim zu Harun al-Rashid,
wenn der Prophet deine Tochter haben wollen würde, würdest du es ihm geben? Meint Harun Rashid, ja klar, ist eine Ehre. Meint er, wir nicht, weil er dann seine Enkeltochter heiraten würde. Deswegen sind wir enger zu ihm. Da ist Harun Rashid geplatzt. Und eine zweite Sache, und jetzt wird's interessant. Eine zweite Sache ist, er hat unbedingt gewollt, dass er immer Musa al-Kasim über ihn eine Lüge verbreiten kann, dass man Musa al-Kasim gegen ihn kämpfen will. Wisst ihr, wer man Musa al-Kasim verraten hat? Sein eigener Schia. Der Sohn von Ismail. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, dass es Schiiten gibt, die sogenannten Ismaili-Schia. Die sagen, dass nach Imam Sadiq al-Islam sein ältester Sohn Ismail war und dass der nächste Imam ist. Warum akzeptieren wir Schiiten das nicht? Weil Ismail ist vor Imam Sadiq gestorben. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Dieser Ismail hatte einen Sohn mit dem Namen Ali bin Ismail. Ali bin Ismail hat ein Angebot bekommen von Yahya bin Barmaki. Yahya bin Barmaki meinte zu ihm, wenn du deinen Onkel verrätst, kriegst du Geld von uns. Seinen eigenen Onkel für Geld. Ali bin Ismail ging und sagte, ich muss nach Bagdad. Musa al-Kasim meinte, was machst du in Bagdad? Der meinte, ich muss ein paar Schulden bezahlen. Meinte, ich bin dein Onkel, ich bezahle deine Schulden. Meinte, nein, Onkel, ich mach das selber, ist schon okay. Hast du einen Ratschlag für mich? Doch, Onkel, das ist so eine Rede, wenn du sonst einen Ratschlag. Musa al-Kasim guckt ihn an und sagt, sei nicht der Grund, warum mein Blut oder das Blut meiner Familie fließen muss. Und sagt, bevor du losgehst, ich bin dein Onkel, ich gebe dir ein bisschen Taschengeld mit. Er hat ihm 300 Dinar gegeben. Ali bin Ismail geht weg. Die Sahaba von Musa al-Kasim kommt zu ihm und sagt, Imam, du weißt doch, was der jetzt machen geht. Warum hast du ihm 300 Dinar gegeben? Dann meinte er, und lernt das. Nochmal, unsere Ahlul Bayt zeigt uns nicht, was wir denken sollen, sondern wie wir denken sollen. Er sagt, unsere Verpflichtung ist es, unserer Familie zu helfen. Was unsere Familie damit anfängt, das ist Allahs Angelegenheit, nicht unsere Angelegenheit. Viele von uns brechen ja gerne Familienbeziehungen ab, wenn uns unser Cousin, unsere Mutter, unsere Tante ärgert. Imam Sadiq al-Islam hat seinen eigenen Verräter 300 Dinar mitgegeben. Und dieser Imam hat seine Wut so gebrochen und gebrochen. Es ist unglaublich. So, und jetzt passt auf. Er kommt an, er verbreitet das Gerücht, dass man Musa al-Kasim eine Armee baut, damit Harun al-Rashid einen Grund hat, ihn festzunehmen. Und als er dieses Gerücht verbreitet hat, hat er Harun al-Rashid gefragt, Harun, kriege ich jetzt mein Geld? Harun al-Rashid meinte, ja, hier. Er macht den Beutel auf, 200 Dinar. Wie viel hat ihm Imam Musa al-Kasim gegeben? 300. Taschengeld von Onkel war mehr wert als der Verrat. Er hat einen Herzinfarkt in dem Moment bekommen, ist gestorben. Deswegen diejenigen, die immer so hingehen und sagen, ja, Shia, Shia, Rafis, Rafis, wir sind stolz darauf. Wer hat unseren Imam verraten? Wer hat unseren Imam verraten? Waren das die anderen oder waren es wir? Wir waren es. Wir haben Imam Musa al-Kasim und Harun al-Rashid ausgeliefert. Kein anderer hat das getan. Wir müssen auch mal uns selbst kritisieren. Es kann nicht immer sein, dass wir so tun, so, ja, wir Schia, wir sind die Auserwählten. Gibt es jetzt momentan einen Prediger, läuft rum und sagt, ja, die Schlimmsten sind die, die Schiiten hassen, weil sie hassen uns, weil wir die Ahlul Bayt lieben. Mein lieber Freund, es gab Schiiten, die haben die Ahlul Bayt verraten. Wir können darüber diskutieren, ob das Schiiten sind oder ob das nur angeblich Schiiten sind. Okay, wenn du sagst, Schia ist nur Maysam al-Tamar, ist nur Salman al-Farisi, okay. Aber das Problem ist, dass jeder Trottel heute glaubt, der kann sich Schia nennen. Schia ist keine Religion, Schia ist ein Titel, den du dir verdienen musst. Schia war Maysam al-Tamar, als sie ihm seine Zunge geschnitten haben. Das ist ein Schia. Schia ist nicht jemand, der einen Wettbewerb macht, wen er besser beleidigen kann. Und jetzt ist, was ist passiert. Harun al-Rashid bringt ihn ins Gefängnis. Und als er ihn ins Gefängnis bringt, hatte er nicht mehr viele Möglichkeiten, mit seinen Schiiten Kontakt zu knüpfen. Von allen Schiiten waren drei ihm treu. Wie viele? Drei. Einer dieser Schia ist Bahlul. Und ich will euch mal was über Bahlul sagen. Heute in den Universitäten wird unterrichtet, dass Bahlul ein geistig Gestörter war. Es gibt eine Gruppe von Sufis und Sunniten in deinem Land, Pakistan, die sagen, dass Bahlul der Lehrer von Abu Hanifa war, was auch wirklich so war. So, und das stimmt auch. Es gibt so die Geschichten, wo Bahlul zu Abu Hanifa so an der Nase führt. Das sind so Geschichten, die erzähle ich euch irgendwann. Das sind total witzige Geschichten. Aber auf jeden Fall, was mich immer nur so ärgert ist, wir Schiiten interessieren uns so sehr darum, der Schia, der hat das gegen Qamarzani gesagt, dieser Schia hat das über Tatbir gesagt, oh, lass uns jetzt eine Attacke fahren gegen diese Person. Wir Schiiten sind momentan Weltmeister darin geworden, private Gespräche zu verbreiten.
einander in den Rücken zu fallen. Nicht einmal interessieren wir uns um das, was wirklich wichtig ist. In unseren Universitäten wird beigebracht, dass Imam Hassan al-Islam ein Weiberheld war, dass Sayyida Zainab eine Frau war, die mit ihren psychischen Komplexen nicht mehr klarkam, dass Imam Ali al-Islam, dass Fatima al-Zahra eine Eingeschnappte war. Keiner von euch merkt, was das mit unserer Jugend anstellen wird. Wenn eure Kinder irgendwann im islamischen Religionsunterricht sitzen und ihnen beigebracht wird, euer Imam Hassan hat 700 Frauen geheiratet, dann will ich sehen, wie ihr sie noch in den Majalisen reinkriegt. Da kommen Leute und sagen, was ist euer Bahlul, das war ein Geistesgestörter. Was ist euer Imam Mahdi-Glaube, wissenschaftlich nicht erwiesen. Wenn ich hier sitze oder meine Vorträge aufnehme, glaubt nicht, dass ich Lust darauf habe. Ich habe keine Lust, dass mein Gesicht im Internet ist. Aber ich mache das, weil ich merke, keiner merkt das. Keiner merkt, dass Professoren ausgebildet werden, uns einen Islam beizubringen, ohne einmal unsere Sicht zu hören. Es ist keine Attacke gegen Islamprofessoren, sondern es ist einfach nur so, wir Schiiten verpassen diese Gelegenheit. In allererster Kritik geht meine Kritik am Islamischen Zentrum Hamburg. Die laden Professoren ein, die gegen unsere Ideologie vorgehen und vorgehen, aber nicht einmal versuchen sie mal irgendwie ein deutsches Institut aufzubauen, wo wir mal unsere Literatur und unsere Kinder verbreitet bekommen. Wisst ihr, wie schwer das ist für mich, ist, diese Reden zu bekommen? Ich muss aus dem Englischen übersetzen, ich muss aus dem Persischen übersetzen. Das ist anstrengend. Nichts auf Deutsch gibt es. Auch eine Kritik an einige andere Schiiten, obwohl ich die beiden Geschwister da mag, was sie machen. Und die haben auch viel gemacht. Aber nur Bücher über Wilayat und Faqih zu übersetzen, bringt uns nichts weiter. Dieses Kind versteht damit nichts. Übersetzt von unseren Imamen. Zeigt, wer sie waren. Wenn wir fertig damit sind, dann diskutieren wir darüber. Mit mir könnt ihr darüber diskutieren, weil ich ein bisschen weiter bin als die kleinen Kinder hier. Ich will nicht, dass unsere Kinder lernen, dass Imam Hassan al-Islam 700 Frauen geheiratet hat. Ich will nicht, dass unsere Kinder lernen, dass Bahlul ein Geistesgestörter war. Ich erzähle euch jetzt, wer Bahlul war. Die kamen zu Imam Musa al-Kasim und meinten, Imam, was können wir jetzt tun, wenn du im Gefängnis bist? Nochmal, was habe ich euch heute die ganze Zeit beigebracht? Unsere Imame bringen uns bei, wie wir denken sollen. Er hat ihnen nicht genau gesagt, was sie machen. Er hat nur gesagt, Jim. Was ist Jim? Jim ist ein Alphabet, ist ein Buchstabe im arabischen Alphabet. Das ist so, wir würden das in der deutschen Sprache J oder G, ist das so eine Kombination von J und G. Jim. J wird das ausgesprochen, okay? So. Der eine hat gesagt, was heißt denn jetzt Jim? Das ist nur ein Buchstabe. Der eine meinte, ich weiß, was Jim heißt. Meinten die was? Jim heißt Jabal. Was heißt Jabal? Berg. Und dann ist er in die Berge gegangen, um dort zu leben. Das war richtig. Weil Musa al-Kasim hat ein Wort gesagt, um drei Sachen damit zu sagen. Der Mann, der in die Berge gegangen ist, der ist gerettet worden, weil die wollten ihn jagen. Der andere hat unter Jim verstanden, ich hoffe, Schwester, ich sage das jetzt richtig, Jalada anil Watan, aus dem Land weglaufen. Migration, flüchten. Bahlul hat gesagt, ich glaube, Jim heißt Junun, verrückt spielen. Imam Musa al-Kasim hat zu Bahlul gesagt, spiel so, als ob du verrückt bist. Weil wenn du dich wie ein Verrückter aufführst, traut sich keiner, dich umzubringen. Weil die sagen, der ist ja behindert. Während du behindert bist, kannst du unsere Nachrichten weitergeben. Wisst ihr, was das für ein Opfer ist? Und es ärgert mich. Es sind so berühmte Namen im deutschsprachigen Raum. Frank Bubenheim hat mich so im Internet so angegriffen, so wer ist euer Mehdi und andere so Islamwissenschaftler, so euer Bahlul, das ist nur ein Geistesgestörter. Nein, er hat sich so gestellt, um reden zu können. Ich zeige euch jetzt mal so drei Anekdoten von Bahlul und dann denkt noch einmal darüber nach, wenn ihr aus dieser Moschee rauskommt, alle, die dieses Video sehen, ob ihr es noch verantworten könnt, dass ihr die ganze Zeit daran interessiert seid, dem seine Nachricht auf YouTube der ganzen Welt zu zeigen, dem in den Rücken zu treten, dem einen Namen zu geben, für den einen Spitznamen zu finden, ob er endlich anfängt mal zu sagen, Leute, unsere Schüler, unsere Schia müssen studieren und sie müssen Islamwissenschaft studieren, sie müssen Professoren darin werden und sie müssen Einfluss darin gewinnen, dass unsere Lehren nach vorne kommen. Dass die Leute mal hören, was Schia ist. Ich stelle jedem Schiiten diese Gewissensfrage, wenn ihr diese Geschichten von Bahlul hört. Was hat Bahlul für seinen Imam aufgegeben? Was habt ihr für euren Imam bis jetzt getan? Außer Essen kochen, sinnlos ein Grab bauen und rumlaufen, irgendwelche sinnlosen Märsche in Köln machen mit arabischer Schrift. Was hat das gebracht? In Hannover sind Leute hingegangen, haben Massierer für Ahlul Bayt gemacht. Mit schwarzen Flaggen und arabischer Schrift.
Und ja, ich weiß, ich mache mich gerade unbeliebt mit dieser Kritik. Aber trotzdem, die Deutschen haben das gesehen, schwarze Flagge, arabische Schrift. Was haben die Deutschen gedacht? ISIS, darf ich. Hätte einmal auf diesen ganzen Flaggen vielleicht mal eine weiße Farbe gewesen, oder okay, von mir aus schwarze Farbe, aber wenigstens deutsche Sprüche, damit die merken, dass sie mit ISIS nichts zu tun haben. Weißt du noch, Zeynep, wo ich euch die ganze Zeit geschickt habe und gesagt habe, ihr müsst mit den Deutschen reden, damit die keine Angst kriegen. Und dann deutsche Frauen so, oh, ihr seid ja gar nicht gegen ISIS, ich hatte ja am Anfang Angst. Deutschen, ihr versteht das nicht. Guck mal, ich weiß, dass da Assalamu alaika, ja, aber Abdullah al-Hussein steht. Ich weiß das, okay. Ein Deutscher, sind das chinesische Hieroglyphen. Stellt euch einmal vor, wir würden eine Maschine machen mit chinesischen Hieroglyphen. Dann wisst ihr, wie Deutsche sich fühlen. Macht es auf Deutsch. Aber ich weiß ja, warum ihr kein Deutsch könnt. Ihr habt es ja nicht gelernt. 30 Jahre in Deutschland, 40 Jahre in Deutschland, ihr habt ja kein Deutsch gelernt. Ihr könnt es ja nicht. Ganz ehrlich, ich sage jetzt noch einen brutalen Satz. Ja, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Dieser Islam, 30 Jahre in Deutschland zu leben und immer noch nichts für Deutschland getan zu haben, nichts auf Deutsch übersetzt zu haben, nichts für die Jugendlichen gemacht haben, sich nicht für die Belange unserer Jugendlichen gekümmert haben, ja, der Islam kann aus Deutschland rausbleiben, ganz ehrlich. Da gebe ich der AfD ausnahmsweise recht. Den Islam brauchen wir nicht. Wir brauchen einen Islam, der endlich mit der Gesellschaft in Dialog tretet. So, Bahlul hatte immer einen Stock dabei. Er hat immer so einen Verrückten gespielt mit zerfledderten Klamotten. Und eines Tages war er auf dem Thron von Harun al-Rashid und der sprang so rum. Also wie gesagt, er hat halt wie ein Behinderter gespielt. Die Soldaten schlagen den und schlagen den. Harun al-Rashid kommt rein und sagt, ey Leute, ihr könnt doch keinen Behinderten schlagen, lasst ihn in Ruhe. Und dann ging Bahlul, alles in Ordnung bei dir? Und der war am Weinen, so, der hat so gemacht, so, der hat sich so behindert gestellt. Und Harun al-Rashid meinte, Bahlul, was ist los, warum weinst du, tut dir was weh? Und Bahlul hört kurz auf zu weinen und sagt, nein, ich weine wegen Menschen wie du. Du sitzt auf dem Stuhl von Ali Muhammad und glaubst, in Yawm al-Qiyamah noch Antworten auf die Fragen zu geben. Oh, ich weine, wenn ich daran denke. Harun al-Rashid guckt so. Bahlul nimmt seinen Stock und sagt, la 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 la, und geht wieder weg. Warum? Weil Harun al-Rashid hat dann gedacht so, oh Mann, ist der behindert. Aber es hat getroffen, ne? Es hat getroffen. Eines Tages, Bahlul, der ist so, la 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 la, Harun, Harun, Harun. Da sagt Harun, ja, was ist? Darf ich einen Schlüssel haben? Darf ich einen Schlüssel haben? Darf ich einen Schlüssel haben? Bitte, 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 bitte. Meint, was willst du mit meinen Schlüsseln machen? Bitte, 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 komm, komm, nur, ich will nur spielen, ich will nur spielen. Und Harun hat gesagt, ja, komm, mach's mir Kopfschmerzen, hier sind meine Schlüssel. Halbe Stunde später, die Soldaten von Harun al-Rashid kommen ins Palast, sagen, Harun, eine Katastrophe. Sag, was passiert? Alle Gefangenen in den Gefängnissen sind frei. Sag, oh Gott, Bahlul, was hast du angestellt? Der ist hingegangen und hat alle Gefangenen aus dem Gefängnis rausgelassen. Er sagt, oh Gott. Harun al-Rashid sucht erstmal Bahlul. Er findet ihn im Friedhof. Er kommt hin und Bahlul ist am Weinen. Meint, Bahlul, was hast du angestellt? Du hast alle freigelassen. Was soll ich jetzt machen? Mörder, Vergewaltiger, Schiiten, alle sind frei. So, schöne Aufzählung, ne? Entschuldigung. So, auf jeden Fall, so, alles sind frei, was sollen wir jetzt machen? Meinte Bahlul, ja, tut mir leid, Entschuldigung, ich wollte nur spielen. Meinte so, kann ich irgendwas machen, damit du mir verzeihst, Harun? Harun meinte, ja, hol mir alle Gefangenen wieder zurück. Bahlul hat ihn angehört, das sind so die Momente, wo er aufgehört hat, in Ordnung, dann lass uns hier im Friedhof warten, denn eines Tages kehren wir alle hier zurück. Salawat. Die heftigste Geschichte kommt jetzt. Eines Tages fragt Harun al-Rashid, und ich will euch eine Sache klar machen, mir geht es nicht darum, Harun al-Rashid zu blamieren. Das ist mir diese Person ist mir so egal, das glaubt ihr gar nicht. Es geht darum, dass wir lernen, wie viel von Harun al-Rashid ist in uns drin, in der Geschichte, die ich jetzt erzähle. Macht aus Harun al-Rashid, ich gebe euch einen Tipp, macht aus Harun al-Rashid jetzt Zeynep, macht aus Harun al-Rashid jetzt Anita, macht aus Harun al-Rashid jetzt Abbas, okay? Stellt euch mal vor, Bahlul redet jetzt mit euch. Harun al-Rashid kommt eines Tages zu Bahlul und sagt, Bahlul, ich weiß, du bist behindert, aber manchmal sagst du coole Sachen. Meinte, ja, kann sein, la 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 la. Meinte, kannst du mir erklären, wie Yawm al-Qiyamah aussieht? Meinte, nö, kann ich nicht. Sag doch, du kannst, nö, kann ich nicht. Sag doch, bestimmt kannst du. Sag, okay, kann ich. Hol mir ein Dings, hol mir einen Topf, also so einen riesengroßen Kessel. Hol mir so einen riesen Kessel. Meinte, okay. Meinte, tu Wasser rein. Sag, okay. Mach das heiß, damit das Wasser brodelt. Meinte, okay. Mach jetzt auf dem Kessel eine Platte, auf die wir stehen können. Der hat sozusagen ein Herd nachgebaut. Meinte, okay. Sag, so Harun, jetzt machen wir ein kleines Spielchen. Meinte, welches Spiel? Ich stelle mich auf diese Platte, barfuß. Und das Spiel ist, ich erzähle, was ich jeden Tag esse, was ich jeden Tag trinke und was ich in dieser Welt besitze. Und dann bist du dran.
Stellt euch die Frage, wie lange könntet ihr dieses Spiel mitspielen? Bahlul geht auf diese Platte und sagt, ich esse jeden Tag ein Stück Brot wie Amir al-Mu'minin, ich trinke etwas Wasser und dieser Stock ist alles, was ich habe in meinem Leben. Er geht wieder runter. Harun al-Rashid geht hoch und sagt, ich trinke Alkohol, sehr viel, ich trinke das, ich trinke jenes, ich esse Früchte, ich esse Fleisch. Irgendwann geht er runter. Bahlul sagt, du hast nicht mal angefangen, dein Schlafzimmer zu erklären. Meint er, ich kann nicht mehr, es ist zu heiß. Meint er, das hältst du nicht aus? Wie willst du in Yawm al-Qiyamah erzählen, was du den Imamen alles angetan hast? Denn all das, was du besitzt, ist nichts im Vergleich zu dem, was du denen angetan hast. Wie viele von euch könnten dieses Spiel mitspielen? Wie viele Sünden haben wir schon getan? Nimmt Bahlul als Anlass zu sagen, ich möchte in diesem Spiel nicht zu lange auf der Platte stehen. Bahlul will damit nicht sagen, dass wir in Yawm al-Qiyamah verbrennen, sondern was für eine Dreistigkeit das wäre, vor Gott zu stehen und wie lange es wir aushalten können, Allah, ich habe am Montag meiner Mutter widersprochen. Allah, ich habe am Montag meine Mama angeschrien. Allah, ich habe am Montag meine Mama beleidigt. Jedes Mal. Jedes Mal. Lies mal Surat al-Zilzal. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةً شَرًّا يَرَى. Für jedes Atom müsst ihr eine Erklärung abgeben. Ich sage nicht, ob ihr in die Hölle kommt oder so. Das ist Gottes Entscheidung. Aber ich finde, die größte Hölle ist, Gott zu erklären, warum du ihm nicht gehorcht hast. Für mich ist das die größte Hölle. Der Mensch, Entschuldigung, das Wesen, was dir alles gegeben hat, zu erklären, warum dem nicht gehorcht hast. Glaubt ihr, ich habe Angst vor meinem Papa, weil er mich schlägt, weil er mich schlägt? Mein Papa ist ungefähr so alt wie Ora Jawadi. Wovor soll ich Angst haben? Mein Vater, wenn ich ihn einmal berühre, würde er hinfallen. Aber ich kann meinem Vater nicht erklären, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Wir haben nicht Angst vor Gott, weil Gott uns was antut. Sondern welche Dreistigkeit wäre es, einem Wesen, wie viel hat unser Vater für uns schon getan? Wie viel hat Allah subhanahu wa ta'ala für uns getan? Alleine, dass er uns diesen Vater gegeben hat. Wie könnten wir ihm das erklären? Salawat. Ali bin Yaqdin, einer der Gouverneure von Mamus al-Qasim, auch einer der treuen Schiiten. Er hat einmal einen Brief von Mamus al-Qasim a.s. bekommen und daran stand drin, Ali bin Yaqdin, ich möchte dir heute Wuzu erklären. Wuzu geht bei uns so, wir waschen unser Gesicht, was machen wir danach? Dann waschen wir unsere Hände. Nicht Hände. Arme. Ne? Dann streichen wir über unseren und dann streichen wir über unsere Füße. Da stand aber drin und dann waschen wir unsere Füße. Okay, Mamus al-Qasim, unser Imam, hat geschrieben, danach waschen wir unsere Füße. Waschen Schiiten ihre Füße? Nein. Nein. Warum hat Mamus al-Qasim nicht das geschrieben? Einer der Gouverneure von Harun al-Rashid, der war neidisch auf Ali bin Yaqdin. Der meinte, Harun, ich glaube, Ali bin Yaqdin ist ein Schia geworden, ist ein Schiite. Meinte, warum? Meinte, ja, der redet gut über Mamus al-Qasim. Meinte Harun al-Rashid, nein, Ali bin Yaqdin ist einer von uns. Meinte Harun al-Rashid, warte, ich weiß nicht, wie wir herausfinden können, ob er ein Schia ist. Meinte, warum? Lass uns ihn beim Wuzu beobachten. Wenn er seine Füße wäscht, ist er einer von uns. Er fängt an, er macht seinen Wuzu und Harun al-Rashid beobachtet ihn. Er wäscht sein Gesicht, die Spannung wächst, er wäscht seine Arme, er zieht über seinen Kopf das Wasser. Und er kennt diese zwei Sekunden, wo du dir jetzt nicht sicher bist, was soll ich jetzt machen? Waschen oder nicht? Und er sagt, wenn man Musa al-Qasim etwas sagt, dann ist immer eine Hikma, immer eine Weisheit dabei. Und er wäscht seine Füße. Er hat nicht gewusst, dass er damit sein Leben gerettet hat. Harun al-Rashid sieht, dass er seine Füße wäscht, sagt er, siehst du, er ist einer von uns. Und dadurch, dass Ali bin Yaqdin mit Harun al-Rashid sich gut gestellt hat, konnte er viel für die Schiiten erreichen. Das ist übrigens eine Antwort für die, die immer fragen, dürfen wir in der Politik mitmachen. Er hat mit Harun al-Rashid zusammengearbeitet. Warum? Um den Leuten von Mamus al-Qasim zu helfen. Irgendwann ist bei dem armen Mann halt aufgeflogen, dass er ein Schia von Mamus al-Qasim war. Er wurde brutal ermordet. Aber möge Allah subhanahu wa ta'ala Bahlul und Ali bin Yaqdin die höchste Stufe im Paradies geben. Und mögen wir uns schämen, dass wir diesen Charakteren nicht in der intellektuellen Welt gerecht geworden sind. So, kommen wir nun langsam zum Schluss. Imam Mamus al-Qasim kam nun ins Gefängnis. Und es ist ja für einen Menschen, der im Gefängnis ist, es ist brutal. Guckt euch mal diesen Prediger an, dieser, müssen wir keine deutschen Namen nennen, der ist jetzt wieder ins Gefängnis gekommen, weil er ISIS unterstützt hat, einer der Freunde unserer Salafisten, und schon muss er ein Buch schreiben mit fremdem eigenen Land. So, hält's kaum aus.
Man muss Al-Qasim kommt ins Gefängnis. Gefängnis ist schwer. Gefängnis ist schwer. Ich war einmal in Theresienstadt gewesen. Da waren so Gefängnisse gewesen, diesen Ghettos, wo die Juden reingetan haben. Und die haben mal gesagt, wer traut sich in diese dunklen Kammern einmal reinzugehen? So für 5 Minuten so auf Afghanistan sagen wir so, red meter, also du platzt innen so. Du weißt nicht, was es ist. So, du hörst ein Quietschen, du weißt, ist das eine Maus, ist das eine Spinne? Was ist das? Es ist schrecklich. Man muss Al-Qasim kommt ins Gefängnis rein. Wallahi, sehr schwer, diese Hadith zu erzählen. Er sagt, ja Allah, mein Leben lang bat ich dich um eine Sache, dass du mir einen Ort auf dieser Welt gibst, in der ich alleine mit dir bin. Heute danke ich dir, dass du mir diese Ehre gegeben hast. Wallah Al-Qasim, wer von euch kann das? Wenn ihr ins Gefängnis kommt, könntet ihr so einen Satz sagen? Und man muss Al-Qasim in diesem Gefängnis, die Gefängniswärter haben sein Verhalten gesehen. Ein Gefängniswärter nach dem anderen hat sich in ihn verliebt. Einer von ihnen, Al-Fazl. Al-Fazl, das war so die Zeit gewesen, als Harun al-Rashid irgendwie beweisen wollte, dass Mahmud al-Qasim nichts Besonderes ist. Was ist passiert? Er hat eine Prostituierte da reingeschickt. Damit die Prostituierte irgendwie Mahmud al-Qasim verführt. Die kommen 2 Stunden später zurück. Die Prostituierte ist Muslimin geworden. Betet hinter ihm. Diese Geschichte ist witzig. Also ich habe zum Beispiel von einer Schülerin, alten Schülerin von mir gehört, so dass sie die Geschichte schön findet. Aber wisst ihr, welche Lehre wir nicht gezogen haben, Zeynep? Prostituierten haben anscheinend eine Chance in dieser Religion, jederzeit zurückzukommen. Sag mal ganz ehrlich, wenn ein Mädchen reinkommt, die hat jetzt nicht so die schönste Vergangenheit. Wir verurteilen immer, gerade Frauen verurteilen wir sehr schnell. Man muss Al-Qasim hat dieser Frau eine Chance geben. Seid mal ganz ehrlich, wer glaubt, ihr kommt eher ins Paradies, wir oder sie? Gibt Menschen eine Chance, eine zweite und dritte und vierte, wenn es sein muss, 70. Bis zu eurem Tod habt ihr jeden Moment die Chance zurückzukommen. Bis Imam Musa al-Qasim in das Gefängnis von Al-Sindi kam. Al-Sindi hat Imam Musa al-Qasim nicht einfach in ein Gefängnis gesteckt, sondern er hat ihn in einen Käfig gestellt. Kennt ihr diese Stehkäfige, wo es so eng ist, dass ihr euch nicht mehr bewegen könnt? Und in einem Raum, wo du Tag und Nacht nicht mehr gesehen hast. Imam Musa al-Qasim musste die Ohren aufspitzen, um Azan zu hören, ob Gebet ist. Und er konnte nicht mehr beten, er konnte nur solche Bewegungen machen. Eines Tages hat jemand einen Stein rausgenommen, Musa al-Qasim wollte etwas Sonne sehen, ihm sofort in sein Gesicht getreten. 20 Jahre lang im Gefängnis. Und ich möchte ein Zitat von Hashim al-Haydari holen. Hashim al-Haydari ist einer der Gelehrten im Irak. Er sagt, Sab'us sanawat al-Imam al-Qasim bis-Sijjil. Eine Shiatoho. 14 Jahre war dieser Mann im Gefängnis. Wo waren seine Schiiten? Sie haben gewartet, bis Harun al-Rashid gesagt hat, an der Brücke gesagt hat, hier ist der Imam der Rafiza. Und was machen wir dann? Dann ziehen wir schwarz an. Zum Schwarz anziehen und Brust klatschen. Dafür sind wir gut. Ich sage das nicht, um meine eigenen Leute anzugreifen, sondern mir ist die Treue zu Schiiten nicht wichtig. An solche Sachen hänge ich nicht. Mir ist auch die Treue zu Muslimen nicht mehr wichtig. Mir ist die Treue zu meinem Imamen wichtig. Wie kann es sein, dass sie ihn so einsam gelassen haben? Wir sagen, Imam Zaman, warum kommst du nicht zurück? Wir haben doch eine Chance gehabt. 14 Jahre lang haben wir ihn alleine gelassen. Bis ein Imam, ihr kennt Imame, wie viel die aushalten, bis ein Imam sagt, ja Allah, ich danke dir für die Ehre, dass ich so lange mit dir alleine sein durfte. Aber bitte erlöse mich jetzt, ich kann nicht mehr. Was haben wir angestellt? Wie Basim al-Karbalai sagt, wer ist dieser Unbekannte, dass wenn wir im Sterben liegen, halten uns unsere Kinder fest. Das Einzige, was ihn festhält, sind die eisernen Gitterstäbe. Ich möchte nicht mehr als das erzählen. Ich möchte nur erzählen, dass wir einen Imam hatten, der 14 Jahre im Gefängnis war. Und das Einzige, was seine Hände berührt haben, waren eiserne Ketten. Bis dass er auf einer Brücke war und sie ihn runtergeschmissen haben. Denn ein Schiite kam zu Imam Musa al-Qasim und meinte, Imam, ich halte es nicht mehr aus, wann kommst du raus? Er sagt, diesen Freitag. Und was für ein Freitag. Freitag, warum Freitag? Weil es ein islamischer Feiertag. Sie wollten es zu einem Feiertag machen, diesen Mann von der Brücke zu werfen. Und über die Brücke von Baghdad schmissen sie einen Imam runter, den die eigenen Schiiten verlassen haben.
Ja, einige Schiiten waren unter Druck. Aber wir können uns immer wehren. Wisst ihr, warum mich diese Sheikh al-Nimr-Debatte aufgeregt hat? Weil sie jetzt vorbei ist. Ich wusste, sie wird irgendwann vorbei sein. Dieser Mann ist gestorben und nichts ist passiert. Was, hat Saudi-Arabien irgendeinen Schaden davon abgekommen? Nö, Saudi-Arabien ist jetzt Vertreter von Menschenrechten geworden. Wir sind nur hingegangen, um einmal eine Show-Demonstration zu zeigen, mehr nicht. Ich weiß es, wenn unser Imam zurückkommt, er wird in die gleichen Gefängnisse gesteckt werden. Wir werden nichts sagen. Ist mir egal, ob ich mich damit unbeliebt mache. Aber es ist die Wahrheit. Das ist unsere Tarikh. Wir Muslimen haben die ekelhafteste Geschichte. Und als dann ein christlicher Arzt Imam Musa al-Kazims Körper autopsiert hat, hat er gesagt, ihr müsst Blutgeld verlangen. Meinten die, warum Blutgeld? Meinten die, weil diese Person ist vergiftet worden, bevor sie geschmissen wurde. Im Gefängnis, in Ketten, vergiftet und von der Brücke geschmissen. Das ist das Leben von Imam Musa al-Kazim. Al-Kazimin al-Rais, wal-Afina al-Nas, wallahu yuhibbu al-Muhsinin. Imam al-Shablanji, der sunnitische Gelehrte, schreibt über Imam Musa al-Kazim, der Beste unter seinen Leuten, der Frömmste unter seinen Leuten, der Gebildetste unter seinen Leuten, ein Mann, der aus Prostituierten Gläubige gemacht hat. Wenn Imam Shablanji so über ihn schreibt, wie konnten wir ihn im Stich lassen? Assalamu alaikum, ya Musa ibn Jafar. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Ehre geben, mit Imam Musa ibn Jafar in Yawm al-Qiyamah aufzuerstehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht zu den Schiiten machen, die Imam Mehdi so alleine lassen. Möge dieses Alleinelassen aus uns endlich mal verschwinden. Möge die Zeit von Imam Mehdi endlich kommen, denn heute in der Welt merken wir, wie sehr wir das brauchen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Geschwistern in der ganzen islamischen Welt helfen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Geschwistern helfen, egal ob Muslim oder nicht. Mit Geschwistern meinen wir ja die ganze Welt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren anderen verzeihen und dann uns. Möge Allah subhanahu wa ta'ala den anderen helfen und dann uns. Möge Allah unsere Eltern verzeihen und dann uns. Möge Allah subhanahu wa ta'ala jeglichen satanischen Gedanken in uns verwerfen, sodass unser Herz rein und frei wird für die Lehre Gottes und der Ahlul Bayt. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad al-Fatih.